Entdecken Sie Ihre Leidenschaft für Herausforderungen und erleben Sie Fahrspaß voller Kraft und Eleganz. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Hallo und herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von TV Allgäu Nachrichten. Heute sehen Sie bei uns unter anderem folgende Themen. Tauwetter, droht jetzt Hochwasser? Kinder klettern sich stark, Memminger Kinderklinik will neue Kletterwand und gut behütet, das Lindenberger Hutmuseum hat wieder geöffnet. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants, über 1000 Parkplätze, Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Dass im Winter Schnee fällt, ist an und für sich nichts Neues. Und dass davon im Allgäu mehr vom Himmel fällt als woanders, ist sicher auch nicht außergewöhnlich. Was aber dem einen oder anderen Anwohner in Flussniederungen Sorgenfalten auf die Stirn treiben könnte, sind die steigenden Temperaturen der letzten beiden Tage. Stichwort Hochwassergefahr. Wie hoch diese Gefahr tatsächlich ist, wissen Steffen Konrad und Martin Hock. Idyllische Winterlandschaften, die Welt liegt unter einer weißen Decke. Schneefälle wie die der letzten Wochen sind im Allgäu nichts Besonderes. Davon ist auch Karl Schinderle vom Kemptener Wasserwirtschaftsamt überzeugt. Also wir haben eigentlich einen ganz normalen Winter heuer von der Schneelage her. Es hat ja lange nicht geschneit, jetzt haben wir ein bisschen Schnee und wir haben keine dramatische Situation. Die Bäche haben sogar relativ wenig Wasser zurzeit, also unter Mittelwasser. Und die Schneemengen, die jetzt da sind, sind ganz normal. Und wenn sich nichts dramatisch entwickelt, werden wir auch kein Hochwasser bekommen. Um künftig schneller auf extreme Wetterereignisse reagieren zu können, nimmt das Kemptener Wasserwirtschaftsamt nun seit kurzem an einem besonderen Versuchsprojekt teil. Wir sind ja immer mit unseren Vorhersagen auch vom Deutschen Wetterdienst oder von den Wetterdiensten abhängig. Läuft zurzeit auch ein Versuchsprojekt, dass der Deutsche Wetterdienst jetzt längerfristig Vorhersagen rausgibt, Trends für die nächsten Wochen. Und die besagen nach den Schneefällen der letzten Tage, dass es jetzt dann die nächsten Wochen eher kälter bleibt, also für die Jahreszeit auch kälter, nicht kein Tauwetter sozusagen auf längere Sicht und auch eher trockener. Also für die Vorhersage, für die Hochwassersituation, also eher entspanntere Situation. Sind wir mal gespannt, ob es auch wirklich so eintritt. Sollte das Wetter tatsächlich so werden wie prognostiziert, dann könnten wir uns auch in den nächsten Tagen über diese typischen Allgäuer Winterbilder freuen. Über den Zusammenhang von kalten Wintern und wie die darauffolgenden Sommer werden, ist jetzt eine Statistik erstellt worden. Wie das Institut für Wetter- und Klimakommunikation feststellte, folgte nur jedem zweiten sehr kalten Winter ein sehr warmer Sommer. Was die Klimaforscher aber herausfanden, war, dass nach einem kalten Januar meist auch ein kalter Februar folgte. Und wir bleiben beim Wetter. Das ist den Kindern im psychosomatischen und sozialpädiatrischen Zentrum der Memminger Kinderklinik nämlich egal. Sie klettern bei fast jedem Wetter in ihrem Hochseilgarten. Im Rahmen einer Erlebnistherapie können sie dort ihre Kräfte erproben und sich in der Gruppe behaupten. Gleich daneben befindet sich eine große Parkhauswand, an die die Betreuerinnen eine größere Kletterwand anbringen möchten. Dafür braucht das Zentrum aber Geld. Meine Kollegen Evelyn Priep und Manfred Fiener waren dort und haben sich die jetzige Kletterwand im sozialpädiatrischen Zentrum angeschaut. Mit jedem Griff werden die Kinder vom psychosomatischen und sozialpädiatrischen Zentrum in Memmingen stärker. Das Klettern gibt ihnen die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und ihre Ängste zu überwinden. Das ist der Sinn. Die Erlebnistherapie gibt es nun schon 3 Jahre in Memmingen. Sie richtet sich an Kinder ab 11 Jahren. Zu den häufigsten Symptomen zählen unter anderem Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität und Probleme mit sich und seinem Körper. Gina Nords ist von Anfang an dabei. Sie engagiert sich jetzt für eine neue, größere Kletterwand. Wir haben draußen auf unserem Hochseilgartengelände haben wir schon bestehenden Hochseilgarten. Und an dieses Gelände grenzt ein Parkhaus an, bei dem man einfach sieht, das hat jemand vergessen, da hinzubauen. Also da fehlt direkt diese Kletterwand. Das bietet sich einfach unglaublich gut an da draußen. Es sind 2 Betonwände. Und irgendwann hat man eben mal diese Idee, Mensch, das wäre doch super, wenn wir nicht immer irgendwo hinfahren müssten, in Kletterhallen oder an irgendwelche Berge, sondern hier direkt vor Ort mit den Kindern jederzeit klettern könnten. Das war so die Idee dabei. Die Kinder sollen durch Erfahrung lernen. Sie erkennen in der jeweiligen Klettersituation, dass es ihnen nichts bringt, wenn sie trotzig sind. Auf diese Weise lernen sie aus sich selbst heraus, so das Konzept.
Also wir haben einfach oft Kinder da, die sehr stark an sich selber zweifeln, die nicht so oft hören, dass sie was gut machen, dass sie was gut können. Und gerade diesen Kindern gibt es unglaubliches Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Die wachsen über sich hinaus, die gehen wirklich jedes Mal an ihre Grenzen hin und sie erfahren, Mensch, ich kann total viel, ich kriege total viel auf die Reihe. Und auch bei diesem Sichern, also die Kinder sichern sich selber, man muss sich gegenseitig vertrauen, man muss in das Material vertrauen und man muss so auf seine eigenen Stärken vertrauen, dass man es schafft, sich an dieser Wand festzuhalten. Durch das Klettern lernen die Kinder auch Beziehungen zu den anderen Kindern aus der Gruppe und zu den Betreuern einzugehen. Denn wenn sie irgendwo oben alleine stehen und von einem Betreuer gesichert werden, befolgen sie die Anweisungen und Vorschläge des Teams. Und den rechten Fuß hoch aufs Lillerli nachziehen. Genau. Es macht mir Spaß und da kann man verschiedene Sachen ausprobieren und kann man auch über seine Grenzen gehen. Weil da kann man hoch hinaus. Da leistet man ja einiges, da klettert man und da fühlt man sich ganz anders hinterher. Egal bei welchem Wetter, die Kinder gehen in ihrem Hochseilgarten klettern. Von Lehrern und Eltern gab es schon positive Rückmeldungen. Die Therapie macht die Kinder selbstständig und zeigt ihnen, dass sie mit genug Durchsetzungskraft alles erreichen können. Um diesen Lerneffekt noch zu stärken, wäre eine größere Kletterwand ideal. Die Erlebnistherapie findet jede Woche am Donnerstag und Freitag in jeweils 2 Gruppen statt. Dabei werden vormittags die stationären Kinder eingebunden und nachmittags können auch Kinder klettern, die nicht in der Klinik sind. Wenn Sie das Projekt Kinder klettern sich stark unterstützen möchten, können Sie Ihre Spende auf die Kontonummer 20 58 15 an die Sparkasse Memmingen überweisen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's hier mit Kompakt weiter, den aktuellen Nachrichten aus der Region. Eine Seite, auf der ich meine eigenen Beiträge schreiben und meine Fotos veröffentlichen kann. Ein Portal, auf dem ich wichtige Termine meiner Gemeinde erfahre. Und Neues aus meinem Verein. Das neue Mitmachportal fürs Allgäu. Gresti.de, unsere Heimat online. Ihr seid der Hammer! Das habt ihr euch verdient! Die Mediamarkt Agenda 2010 mit der sensationellen Agenda-Prämie. Beim Kauf eines Neugerätes ab 300 Euro gibt es eine 50-Euro Geschenkkarte dazu. Bei 500 Euro eine 100-Euro Geschenkkarte und bei 1000 Euro die 200-Euro Geschenkkarte. Mehr kaufen, mehr sparen. Das ist mein Laden. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Gresti.de, das neue Mitmachportal fürs Allgäu. Jetzt kostenlos registrieren und dabei sein. Ischia, die grüne Insel im Golf von Neapel. Fliegen Sie bequem ab Memmingen. Buchen Sie jetzt in Ihrem Reisebüro oder bei Ischia Ferien in München. Die Meldungen des Tages. Lange war über seine Zukunft spekuliert worden, jetzt hat er sich festgelegt. Memmingens Oberbürgermeister Ivo Holzinger tritt nochmal an. Nach 30 Jahren im Amt habe er durchaus eine gewisse Versuchung verspürt, es sich künftig leichter zu machen. Dann habe sich aber die Erkenntnis durchgesetzt, dass er die Arbeit für die Stadt nicht aufgeben wolle, so Holzinger. Außerdem sei er von vielen gebeten worden, noch einmal zu kandidieren und das über alle Parteigrenzen hinweg. Holzinger ist der dienstälteste Oberbürgermeister in ganz Bayern. Er steht seit 1980 an der Spitze der Stadt. Zuletzt war er auch als Präsident des Sparkassenverbandes im Gespräch gewesen. Vertagt wurde dagegen eine Entscheidung zum Kemptner Hildegardplatz. Nachdem das Thema ursprünglich am 11. Februar auf der Tagesordnung des Stadtrates stehen sollte, wurde es jetzt wieder von dieser entfernt. Die CSU habe beantragt, das Thema zu vertagen, weil jetzt 2 neue Vorschläge zur Gestaltung des Platzes auf dem Tisch liegen würden, so Oberbürgermeister Netzer. Zusätzlich zu den bisherigen Vorschlägen ist jetzt unter anderem eine Variante ohne Tiefgarage, aber mit 90 Parkplätzen oder ein zusätzliches Parkhaus in der Prälat-Götz-Straße im Gespräch. Das Genehmigungsverfahren für das geplante Heizkraftwerk der Papierfabrik Lang in Ettringen dauert länger als geplant. Eigentlich hätte das Verfahren bereits zum Jahreswechsel abgeschlossen sein sollen. Doch noch immer würden einige notwendige Unterlagen und Gutachten fehlen, so das zuständige Landratsamt in Mindelheim. Bis wann ein Beschluss feststeht, sei derzeit noch nicht abzusehen.
Keinen Einfluss auf das Verfahren hat die Tatsache, dass Langpapier den Bau seines umstrittenen Kraftwerkes wegen der Wirtschaftskrise verschoben hat. Es sei nicht vom Tisch, sondern soll zu einem späteren Zeitpunkt gebaut werden, so das Unternehmen. Als Übergangslösung ist ein Betrieb auf Gasbasis angedacht. Zwei junge Lindauer im Alter von 17 und 18 Jahren sind gestern Nachmittag bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Sie waren am Dietmannskopf im Bregenzer Wald in einer Gruppe abseits der Piste unterwegs und haben das Schneebrett vermutlich selbst ausgelöst. Zwei Begleiter alarmierten sofort die Bergrettung, die eine groß angelegte Suchaktion startete. Die beiden Jugendlichen konnten allerdings nur noch tot geborgen werden. Wegen Kinderpornografie ist jetzt ein 61-jähriger Memminger verhaftet worden. Eine Netzwerkfahndung des BKA hatte ergeben, dass der bereits vorbestrafte Mann im Internet kinderpornografische Dateien angeboten hatte. Nach Ermittlungen der Kripo Memmingen, die den Verdacht bestätigten, wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Bei der Durchsuchung wurden mehrere Rechner und mobile Datenspeicher sichergestellt. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und dann ins Gefängnis eingeliefert. Im Rahmen der bundesweiten Aktion Gesundheit in Deutschland läuft derzeit auch im Kempner Forum Allgäu eine Gesundheitswoche. Zahlreiche Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Wellness, Gesundheit, Fitness und Ernährung haben Infostände aufgebaut. Außerdem werden Mitmachaktionen angeboten, unter anderem ein Gesundheitsparcours. Die Veranstaltung läuft noch bis einschließlich Samstag. Die Stadt Lindau will in Sachen Bürgersolaranlage aufs Tempo drücken. Nachdem die Bundesregierung die Vergütungssätze für neue Photovoltaikanlagen kürzen will, soll das Thema noch vor der Stadtratssitzung am 23. Februar vom Aufsichtsrat der Stadtwerke abgenickt werden. Die Anlage soll dann möglichst schnell errichtet werden, damit die Eigner möglichst in den Genuss der vollen staatlichen Förderung kommen. Wie berichtet, dürfen auf der Lindauer Insel keine Solaranlagen errichtet werden, die von öffentlichen Wegen aus zu sehen sind. Die geplante Bürgeranlage könnte als Alternative für die betroffenen Hausbesitzer dienen. Das Infozentrum im Benninger Ried im Unterallgäu wird mit EU-Geldern für LIDA-Projekte gefördert. Der entsprechende Bescheid in Höhe von 70.000 Euro wird morgen überreicht. Im geplanten Infozentrum können sich Besucher dann über Flora und Fauna im Naturschutzgebiet informieren. Außerdem soll die Attraktivität des Naherholungsgebiets gesteigert sowie die Umweltbildung an Kindergärten und Schulen ausgebaut werden, so die Verantwortlichen. Das Benninger Ried ist der weltweit einzige Standort der Riednelke. Die B31 soll bei Kressbronn eine dritte Fahrspur bekommen. Das teilt das zuständige Regierungspräsidium in Tübingen jetzt mit. Ab der Anschlussstelle zur B467 soll die B31 in Richtung Lindau auf 1,6 Kilometern verbreitert werden. Dadurch sollen Staus und Unfälle vermieden werden. Ein Jahr wird es nach Einschätzung des Regierungspräsidiums dauern, bis Untersuchungen und Grundstückskäufe abgeschlossen sind. Erst dann könne man ein Planfeststellungsverfahren einleiten. Das waren die Meldungen von Donnerstag, dem 4. Februar, und wir werfen jetzt einen Blick aufs Wetter für die kommenden Tage. In der Nacht zum Freitag überwiegen im gesamten Allgäu die Wolken. Zu Schnee- und Regenfällen kommt es aber nicht. Die Temperaturen erreichen Werte um 0 Grad. Die Wolken verziehen sich dann auch am Vormittag nicht. Im Unterallgäu kann jedoch vereinzelt die Sonne zum Vorschein kommen. Nachmittags zieht aus Westen allmählich Niederschlag auf. Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter. Mit durchschnittlich 5 Grad plus ist es mild. Am Samstag herrscht ein Mix aus Sonne, Wolken und Schnee. Es wird wieder etwas kälter mit Höchstwerten von plus 2 Grad. Sonniger und freundlicher wird das Wetter dann auch am Sonntag und Montag. Es bleibt kalt bei Temperaturen zwischen 0 und 2 Grad. Lindenberg ist die Hutstadt des Allgäus. Um 1900 hat es dort sage und schreibe 34 Hutfertigungen gegeben. Und auch heute noch beliefern Firmen wie zum Beispiel Meiser die Welt mit den hochwertigen Kopfbedeckungen. Grund genug für die Stadt, 1978 ein Hutmuseum zu gründen. Von September bis Februar geschlossen, hat es jetzt wieder eröffnet. Und kaum jemand kennt sich mit dem Thema besser aus als Museumsleiter Manfred Röhrl. David Rist und Anne Scharpf haben sich das mal angeschaut. Seit 1984 ist Manfred Röhrl der Leiter des Museums. Zurzeit sind hier etwa 280 Hüte ausgestellt. Insgesamt seien aber über 1000 Exemplare im Besitz des Museums, sagt Röhrl. Wir haben also Hüte da, die ältesten sind von 1880 sowas, dann 1900, dann die schönen Mattlos, diese aus der Kaiserzeit, Sie sehen es hier,
die Kreissäge, Maurice Chevalier, Johannes Heesters haben die schon getragen. Diese ganzen modischen Menschen haben diesen Hut getragen. Das war mal ein Massenhut überhaupt. Wer nicht einmal dort gewesen ist, wird kaum glauben, wie viele verschiedene Hüte es gibt. Alle Formen, Farben und Größen sind vertreten. Und jeder hat seinen eigenen Verwendungszweck. Viele dienen natürlich einfach nur der Verschönerung des Besitzers. In Frankreich der vergangenen Tage haben sich die Damen sogar ausgestopfte Vögel auf den Hut gesteckt. Der Paradiesvogel wäre dadurch fast ausgestorben. Manfred Röhrl könnte zu jedem Stück eine Anekdote erzählen. Seine Leidenschaft für Hüte kommt nicht von ungefähr. Meine Begeisterung für Hüte kommt daher, weil ich 33 Jahre in einer Hutfabrik gearbeitet habe. Meine Anfänge waren Laufbursche. Habe also tausende Hüte überstiegen, hochgetragen auf einem Tragebrett, weil ich war eigentlich wie ein Laufband jetzt, war mir damals beschäftigt. Und bin dann durch Zufall zum Modellzeichnen gekommen, war also dann Modellzeichner über Jahre hinweg. Nachdem er Hüte entworfen hatte, arbeitete er zwischenzeitlich auch als Dekorateur. Als Leiter des Museums konnte er seine Affinität für Kopfbedeckungen und sein Dekotalent miteinander vereinen. Liebevoll hat er das Museum mit passenden Relikten geschmückt. Hier kann man nicht nur etwas über die Herstellung, sondern auch über die Hutgeschichte von Lindenberg lernen. Angefangen hatte es im 16. Jahrhundert mit einem Pferdehändler. Er brachte die Kunst des Strohhutflechtens aus Italien mit. Während der Industrialisierung wurden in Lindenberg dann bis zu 4 Millionen Strohhüte im Jahr gefertigt. Zwar werden hier auch heute noch Hüte gemacht, im Laufe der Zeit kamen sie aber immer mehr aus der Mode. Schade, dass diese große Tradition nicht mehr ist. Früher, wenn man über die Ampel gegangen ist, hat das Ampelmännchen einen Hut aufgehabt. Heute auch nicht mehr. Es fehlt uns einfach der Gruß mit dem Hut, das Elegante. Eines der Prachtstücke ist eigentlich gar kein Hut. Im oberen Stockwerk ist die Krone des Königs von Ghana ausgestellt. Diese hat er Lindenbergs Hutkönigin geschenkt, die alle 2 Jahre als Vertreterin der Stadt und der Hutkultur gewählt wird. Den Hut aus dem Kinofilm Indiana Jones gibt es nur in Lindenberg zu kaufen. Und hier lässt auch einer der bekanntesten Hutträger Deutschlands sein Markenzeichen herstellen. Kaufen kann den aber nur Udo Lindenberg selbst. So wie diese gibt es im Hutmuseum noch unzählige Hüte, die alle eine Geschichte zu erzählen haben. Wer sich das einmal selber ansehen möchte, kann das jeden Mittwoch von 15 bis 17.30 Uhr sowie sonntags von 10 bis 12 Uhr tun. Am Samstagabend ist es soweit, dann steht in der Kempner Big Box das gesellschaftliche Ereignis des Jahres an, der Allgäuer Presseball. Meine Kollegin Christina Lessig bereitet sich ja bereits seit Wochen darauf vor. Ein Kleid hat sie schon, beim Friseur war sie auch schon und heute sind wir mit der Kamera dabei, wie sie das richtige Make-up bekommt. Gleich nach einer kurzen Pause. Die ersten Schritte auf sicherem Boden. Herzlich willkommen in einer der größten Ausstellungen im Allgäu. Holz Espermüller. Ihr kompetenter Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. In unserem Fachmarkt halten wir über 150 verschiedene Bodenbeläge für Sie auf Lager. Auch Ihre Kleinen werden sich bei uns wohlfühlen. Holz und Bau Espermüller in Kaufbeuren. Ihr Beratungszentrum rund ums Bauen und Renovieren. Freuen Sie sich jetzt wieder auf Zott-Sahne-Joghurt Erdbeer-Panna Cotta. Das ist feine Panna Cotta mit dem Geschmack erlesener Erdbeeren. Mit Zott ins Weekend Feeling. Zott-Sahne-Joghurt Erdbeer-Panna Cotta. Tagen und sich wohlfühlen im Landhotel Grönenbach. Tagungsräume für bis zu 30 Personen, individuell und flexibel. Unsere Hotelzimmer, großzügig, gemütlich und komfortabel. Willkommen bei Freunden im Landhotel Grönenbach. Es ist ein bisschen wie bei einer Makeover-Show, wie es neudeutsch heißt, so einer Vorher-Nachher-Sendung, in der Menschen ein neues Outfit, eine schicke Frisur und ein tolles Make-up bekommen. Unsere Kollegin Christina Lessig macht das alles aber nicht, weil sie unzufrieden mit sich selbst ist. Nein, sie bereitet sich seit 4 Wochen auf den Allgäuer Presseball vor. Zum Abschluss der Vorbereitungen war nun das passende Make-up dran. In der Parfümerie Douglas im Forum Allgäu ließ sie sich beraten. Anne Scharpf hat die Bilder mit der Kamera eingefangen. Das alles braucht Nicole Viucher für das perfekte Abend-Make-up.
Aber erst einmal wird das Gesicht gereinigt. Danach trägt die Visagistin eine Feuchtigkeitspflege auf, als Grundlage für das Make-up. Den passenden Farbton hat Nicole Wjucha schon ausgewählt. Erst kommt der Pinsel zum Einsatz. Dann wird mit den Fingern nachgestrichen. Auch die Augenbrauen gehen nicht leer aus. Und dann geht es jetzt an die Augen? Jetzt geht es an die Augen, genau. Was empfehlen Sie denn da? Also ich sag mal, immer typgerecht. Viele, die versuchen immer irgendeinen Trend nachzueifern, irgendwelche Farben, die kommen. Es steht aber einfach nicht jedem. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also nicht immer jedem Trend nacheifern, sondern wirklich sich erkundigen, was steht mir eigentlich. Das ist gleich, genauso finde ich jetzt wie in der Mode mit so Röhrenjeans zum Beispiel, das steht einfach nicht jedem. Und genauso ist es bei Make-up, finde ich jetzt auch. Und also ich würde einfach reinkommen in die Parfümerie, mich erkundigen, was mir dann wirklich steht an Farben und so und einfach mal auftragen lassen. Mhm. Weil es gibt Farben, also gerade jetzt zum Beispiel grüne Lidschatten für grüne Augen, ist halt jetzt nicht so vorteilhaft. Also am besten eine Kontrastfarbe dazu nehmen zu meiner Augenfarbe, dann leuchten die Augen viel schöner. Mhm. Bei Ihnen nehme ich jetzt für den besonderen Anlass für ein Abend-Make-up so ein bisschen dunklere Farbtöne, also als Schattierung ums Auge rum und ein bisschen hellere Töne zum Frischen machen, dass die Augen noch so ein bisschen mehr strahlen. Und ich lege immer unter das Auge, wenn ich mit dunklen Farben arbeite, ein Wattepad halbieren und das unter das Auge legen. Mhm. Wenn dann was runterbröselt, dann kann man das gleich mit diesem Wattepad auffangen. Dann lege ich mir jetzt einen Schatten ums Auge, also unterm Auge und den äußeren Bereich vom Auge auch leicht ausschattieren. Mhm. Das wirkt natürlich und auch extravagant. Aber es unterscheidet sich jetzt schon, ob man jetzt für einen Abend sich schminkt oder für Tages-Make-up, oder? Auf jeden Fall. Für Abend nehmen wir meistens noch ein bisschen dunklere Farben und meistens noch ein bisschen mattere Töne. Für tagsüber, um frisch auszusehen, sind ganz toll glänzende Töne. Und dann gibt es ja noch solche Schminktechniken wie Smoky Eyes. Da ist es halt so, es steht halt einfach nicht jedem, sag ich jetzt mal. Also man sieht es immer in Zeitungen und jeder will es eigentlich mal ausprobiert haben. Aber Smoky Eyes ist was halt nicht toll ist bei ganz kleinen Augen. Also da sollte man dann wirklich richtig große Augen haben, weil Smoky Eyes drücken ziemlich. Und wenn man eh schon recht kleine Augen hat, dann macht es noch kleiner. Wimperntusche darf natürlich auch nicht fehlen. Seit 10 Jahren ist Nicole Wjucha schon bei Douglas. Mit einem Puder fixiert sie das Make-up. Für einen strahlenden Teint kommt Rouge- oder Bronzepuder zum Einsatz. Und da kann man die Gesichtsform bestimmen damit. Also wenn man das auf dem Wangenknochen aufträgt, das Rouge, dann wirkt das Gesicht ein bisschen runder und frischer. Und für den Abend ist es immer ganz toll, unten aufzutragen, unter dem Wangenknochen, dann wirkt es ein bisschen markanter, das Gesicht ein bisschen ausgefallener. Okay. Und das geht immer vom Auge entlang bis zum Ohr hinter wird das Rouge aufgetragen. Wieder so ein schöner Termin. Genau wie die anderen. Angefangen haben die Vorbereitungen ja mit einem Tanzkurs in der Tanzschule Eisert in Mindelheim. Inhaber Walter Eisert ist am Anfang bestimmt verzweifelt. Ich hatte ja noch nie einen Tanzkurs gemacht. Aber irgendwann konnte man den Erfolg dann doch sehen. Gut gemacht, Magic. Eine Woche später eine ganz wichtige Frage. Was ziehe ich überhaupt an? Erika Wiedemann von Mode Reischmann kam mir da zu Hilfe. Sie ist seit über 30 Jahren in ihrem Beruf und konnte mich super beraten. Die Wahl fiel schließlich auf ein knielanges, schulterfreies Kleid in Schwarz. Perfekt. Letzte Woche war die Ballfrisur dran. 2 Stunden lang verwöhnte mich Christina Klisch vom Salon Höpfer und Höpfer in Kempten. Erst einmal gab es eine neue Haarfarbe. Nichts Extravagantes, aber doch schick. Aber die Frisur erst. Aus dem Nichts, so schien es mir, zauberte Christina eine tolle Hochsteckfrisur, die sich sehen lassen konnte. Und auch das Abend-Make-up geht in die letzte Phase. Die Lippen werden betont. Erst die Kontur außenrum ziehen und dann in leichten Strichellinien nach innen auslaufen lassen, dass wenn sie was essen oder was trinken, dass dann die Lippe nicht so hart ist von der Kontur her. Also immer leicht nach innen auslaufen lassen und am Ende auffüllen mit dem Lippenstift. Der Lippenstift wird mit einem Pinsel aufgetragen, dann passieren keine Patzer. Nach rund 15 Minuten ist das Make-up fertig und passt wunderbar zu meinem Typ. Wie lange hält es? Hält den ganzen Abend. Also gerade wenn man es mit einem Puder fixiert, hält super den ganzen Abend. Na klar, Lipgloss geht natürlich irgendwann leicht ab, aber den muss man einfach in der Handtasche haben und nachtragen. Okay. Von mir aus kann der Allgäuer Presseball jetzt kommen.
Noch 2 Tage Geduld braucht meine Kollegin, dann ist es soweit, wie alle Teile zusammenkommen. Tanzkurs, Kleid, Haare und Make-up, das sehen Sie am Montag, wenn Christina Lessig von ihren Erlebnissen auf dem Allgäuer Presseball berichtet. Übrigens gibt es ab März in der Douglas-Filiale im Forum Allgäu Schminkkurse für Einzelpersonen oder Gruppen. Infos und Anmeldung unter 0831 20 919. Was es außer dem Allgäuer Presseball in den nächsten Tagen noch so alles für Sie zu erleben gibt, das sagt Ihnen jetzt unser Veranstaltungskalender. Rottach-Dole heißt es diesen Samstag im Kemptener Kornhaus. Es erwarten Sie ein buntes Programm mit der Prinzengarde, eine große Tombola, Musik und Tanz mit der Walter K-Band, heiße Rhythmen von der Guggermusik Isny sowie Spaß mit Nadja Staats-Schönborn und Werner Schleich. Auf geht's zum Sulzberger Faschingsmusikfest 2010. Am 14. und 16. Februar um jeweils 13.28 Uhr findet der pompöse Sulzberger Faschingsumzug mit Hunderten von Mitwirkenden statt, welcher nur alle 10 Jahre zu bestaunen ist. Infos auch zu den fetzigen Partys im beheizten Festzelt bei freien Eintritt unter www.faschingskomitee-sulzberg.de. Genießen Sie einen herrlichen Skitag mit RSA, der Allgäu-Sender, am Didamskopf in Bregenzer Wald. Große RSA-Après-Ski-Party mit Supermusik und jede Menge Spaß. Tagesskipässe inklusive Busfahrt gibt's für sagenhafte 35 Euro bei RSA, der Allgäu-Sender, unter Telefon Kempten 253800 und im Internet unter rsa-radio.de. Bizarre Hair Spa und Lounge hilft der Bevölkerung in Haiti und spendet die gesamten Einnahmen der Haarschnitte der nächsten 4 Dienstage, beginnend am 9. Februar. Auch Sie können also helfen. Murat Akin und sein Team bedanken sich im Voraus. Bei der Informationsveranstaltung Leichter Leben in Deutschland von der Propsteiapotheke aus Oberstaufen erfahren Sie alles über das erfolgreiche Ernährungs- und Abnehmkonzept für die ganze Familie. Ohne Diät, ohne Hunger, ohne Pillen. Bewährte und neue Referenten informieren über spannende Neuigkeiten in der Betreuung und Durchführung. Ranzenparty im Kemptener Haus für Kinder und Eltern. Die Firma Stehling gibt Ratschläge zum richtigen Schulranzen. Die AOK bietet den Ranzenparcours sowie ein Schulranzen-TÜV. Panda Kindermoden zeigt mit einer Modenschau die neuesten Modetrends für Kids. Des Weiteren sind Kinderärzte im Lyzeum mit einer Seeschule und die Polizeiinspektion Kempten mit einem Infostand vor Ort. Die Ostallgäuer Band Sternblut präsentiert morgen ihre neue CD auf dem Markt Oberdorfer Wochenmarkt. Die Bilder dazu sehen Sie morgen hier bei TV Allgäu Nachrichten. Außerdem widmen wir uns der Frage, kann ein privater Rettungsdienst neben all den Großen bestehen? All das und noch viel mehr morgen ab 18 Uhr hier bei TV Allgäu Nachrichten. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.